Eine Karte meine ich. Ja, scheint eine drin zu sein. Hallo, guten Morgen. Ich entschuldige mich für etwaigen Staub. Die Sonne scheint hier so rein und man sieht jeden Staubkorn gerade. Es ist Sonntag heute. Welches Datum? 30. Ich glaube schon. Die Maus ist heute 10 Tage alt. Was? Ich guck, jetzt muss ich gucken, welches Datum wir haben. 31. Heute ist sie 10 Tage alt, zweistellig. Wir sind noch mitten im Wochenbett. Und die hat super geschlafen heute Nacht wieder. Wir haben zweimal gestillt, also von 20 Uhr gestern Abend bis heute Morgen um 9 ungefähr, habe ich dreimal gestillt. Also es war echt super die Nacht. Aber dann ist dann, wenn sie dann wach wird, heute Morgen, da habe ich jetzt quasi durchgehend gestillt. Ich war nur einmal zwischendurch duschen, einmal zwischendurch dann was gefrühstückt, was hier mein allerliebster, bester Ehemann immer präsentiert. Der verwöhnt uns total hier im Wochenbett. Und zwischendurch konnte ich die Wäsche anmachen, auch ganz wichtig. Kurz, wo packen wir am besten den Kuchen drauf jetzt für die? Da, wo die Teller sind, links stehen doch so längliche Servierteller. Sind die in der Spülmaschine? Haben wir nicht noch einen schönen Teller? Einen Pizzateller nehmen? Kein Pizzateller. Wir bekommen heute Besuch. Da müssen wir heute ein bisschen alles so. Na, guck, ein großer weißer runder Teller. Perfekt. Ja, aber da steht wenigstens nicht Pizza Nein, drauf. steht Pasta drauf. Nein, er ist weiß. Ja. Und deswegen ist der Bernd schon den ganzen Morgen am Rödeln und ich bin am Stillen. Bin immer am Rödeln. Ja, du bist immer am Rödeln, aber normalerweise, wenn wir heute keinen Besuch hätten, Dann wäre jetzt am Rödeln. am Dödeln. Nein, dann würden wir auf dem Sofa zusammen stillen. Würdest du den Arm halten oder so? Du weißt, was ich meine. Ja. Ja, so. Die Maus ist gerade am Einschlafen. Ich war duschen und habe mir nur hier dieses Oberteil drüber gemacht. Das ist kein Oberteil, das ist wohl vom CTG, dieser Schlauch, weil ich gleich ein frisches Stilltop anziehen möchte. Gestern habe ich eine große H&M-Bestellung bekommen. Oder wir. Und da waren unter anderem zwei neue Stilltops bei, weil ich hatte jetzt nur zwei und dann musste ich immer ganz schnell waschen. Jetzt habe ich vier, Gott sei Dank. Da habe ich ein bisschen mehr Luft mit dem Waschen. Und das klappt ja echt super mit dem Stillen. Von daher hat sich die Investition gelohnt in noch zwei Stilltops. Ja, und jetzt warte ich, dass ich die Maus gleich mal hinlegen kann. Was mit der Currysoße? Ha? Mir ist egal. Ach, schnell auf den Tisch, da mache ich gleich eine neue Kerze rein. So, die Maus schläft jetzt, dann kann ich eben schnell die Wäsche machen. Raus und rein. Fliegender Wechsel hier, wie immer. Und dann weiter fertig machen. Der Calvino hat immer noch Besuch von seinem Freund. Die sind jetzt ein bisschen raus. Es ist richtig schönes Wetter und die genießen ein bisschen das Wetter, ist auch richtig so. Ja, ich mache und dann melde ich mich gleich. Ich bin immer wieder fasziniert, dass die Windeln strahlend weiß wieder da rauskommen. Das weiß ich, ist so unglaublich. Wenn ihr die sehen könntet, wie die aussehen manchmal, wenn ich die da in die Waschmaschine reinmache. Und jetzt gucken wir einmal nach der Maus. Die habe ich jetzt hier reingelegt. Oh, da ist sie. Ganz fein. Süß, ne? Hier ist so unser Wickelbereich quasi. Weil da kann der Smurfy nicht hin. Das muss ich gleich noch alles aufräumen und absaugen. Der Bernd ist jetzt eben mit dem Smurfy eine Runde, dass der seine Bewegung bekommt und ja, einfach ausgepowert ist und gut, auch gut drauf ist. Und ich mache jetzt hier die Wäsche und gucke, ob sie nochmal stillen möchte oder ob sie nochmal stillen möchte oder muss. Und dann, ich sage euch, also wenn man so Besuch empfängt, es ist einfacher, Leute besuchen zu gehen, weil dann muss man nicht alles aufräumen und so. Dann kann man einfach gehen, hier weggehen, wenn man möchte, wenn man bereit ist, wenn alles fertig ist. Und man kann einfach da gehen, wenn man gehen möchte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe gerade was entdeckt, was ich mir gekauft habe, bevor ich entbunden habe. Das wollte ich immer schon mal ausprobieren, weil ich so Probleme mit den Füßen habe. Das ist voll fürchterlich. Ich will euch die nicht zeigen, weil das so
wirklich nicht toll ist. Und ja, ich mache immer die Hornhaut weg und so, aber das sieht halt echt immer hässlich aus. Und Fußpflege ist ja zurzeit auch nicht, wegen Lockdown und so. Deswegen hatte ich mir das in der Schwangerschaft schon bei DM bestellt und habe gesagt, wenn nach der Geburt probiere ich das aus. Und ja, jetzt wollte ich das mal heute Abend machen oder wenn der Besuch weg ist. Für die, die das nicht kennen, das sind halt so Hornhautsocken und die zieht man eine halbe bis eine Stunde an, je nachdem, wie stark die Verhornung ist. Und dann innerhalb von 2 bis 7 Tagen beginnt dieser Abschälprozess. Das ist echt heftig. Da müsst ihr mal auf YouTube, wenn euch das interessiert, so Videos gucken. Hornhautsockenvideos, da sieht man das, wie sich die Haut abpellt. Und es dauert dann bis zu 14 Tage, bis die Hornhaut komplett weg ist. Und ich hoffe, dass meine Füße dann Babyfüße sind. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich zeige es euch nicht, aber ich erzähle euch, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Die sind auch nicht so teuer. Ich weiß aber auch nicht, wie lange das anhält. Ja. Warte mal, jetzt steht hier, während der Schwangerschaft und Stillzeit vor Gebrauch einen Arzt befragen. Dann kann ich das jetzt auch nicht machen. Ah, und hier steht auch nicht häufiger als einmal pro Monat anwenden. Okay, dann muss ich erst nochmal fragen. Kann ich es heute doch nicht machen? Egal, gut, dass ich nochmal nachgelesen habe. Ich möchte ja nicht, dass ich da der Maus irgendwas beim Stillen übertrage. Also, was heißt übertrage? Dass es nicht gut ist für die Maus. Okay, egal. Eine ganze Kiste von H&M für die Maus, die nächste Größe. Alles schon gewaschen. Größe 62 habe ich gestern, ist das ja gekommen, habe ich euch erzählt, das H&M-Paket. Und die sind so süß, die Sachen. Mini-Maus. Mini-Maus für unsere Maus. Die schläft jetzt ganz selig. Okay, dann hole ich jetzt den Sauger und mache ein bisschen Hausarbeit. So, hallo. Es ist schon wieder Abend, wie ihr seht. Ich habe es irgendwie heute nicht so geschafft, richtig zu vloggen, euch mit durch den Tag zu nehmen. Wir hatten ja Besuch und das war auch ganz schön. Aber wir haben dann voll viel vorbereiten müssen, so mit Putzen und sowas. Ich sage euch, es ist wirklich entspannter, im Wochenbett die Menschen besuchen zu gehen, als Besuch zu empfangen. Aber egal, war jetzt so. Ich koche jetzt gerade noch die Stillhütchen alle ab, dass die sauber sind. Und ich hatte heute versucht ohne Stillhütchen und das hat geklappt und das war super. Und das werde ich versuchen, dass es weiter ohne klappt. Das würde mich super freuen. Ich meine, am Anfang waren die sehr empfindlich und da haben die mir super geholfen, die Stillhütchen. Aber jetzt wäre echt schön, wenn ich die wieder loswerde und das übe ich jetzt. Aber ich habe sie ja noch da. Falls ich sie brauche, die Maus schläft schon wieder. Wir hatten ja Besuch, wie gesagt, mehrfach gesagt schon. Und dann habe ich sie gestillt, ungefähr eine halbe Stunde insgesamt. Und jetzt schläft die seit 3 Stunden schon wieder. Wahnsinn. Und heute ist der 10. Tag, also sie ist ja 10 Tage alt. Und am 10. Tag war das bei Calvino, wo es losging, dass der so seine Koliken kriegt. Deswegen habe ich diesen Tag heute so entgegengefiebert und war aufgeregt und habe mir Gedanken gemacht, ob das wieder so ist. Ich gehe mal ein bisschen vom Wasserkocher weg, ist so laut. Ja, ob das wieder so ist und so. Und bis jetzt ist alles ruhig, aber ich weiß, es kann ja immer noch kommen, ne? Aber ja, ich erinnere mich halt, dass das mit den Koliken so voll, man fühlt sich so hilflos, weil die ja so Schmerzen zu haben scheinen und man kann halt nicht wirklich was machen, ne? Außer halt Fliegergriff, Massagen und so, ja. Egal, ich hoffe einfach, dass wir verschont bleiben oder halt Livia verschont bleibt. Ja, was wollte ich noch sagen? Habe ich jetzt vergessen. Ich weiß es nicht. Ach so, mir hatten einige so geschrieben, ich soll mir Nahrung, Babynahrung holen und Fläschchen, falls es mit dem Stillen nicht klappt und so. Und ich habe das extra nicht gemacht, weil wenn man das da hat, dann ist so die Versuchung so groß, dass man das einfach benutzt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Deswegen habe ich nichts geholt oder wir. Und man kriegt doch so ganz viele Werbegeschenke, ne? Wir haben vom DM haben wir Werbegeschenke bekommen, von Rossmann, von der Hebamme, von allen möglichen. Und schaut mal, was wir bekommen haben. Babyflasche, etliche Schnuller haben wir geschenkt bekommen, obwohl wir ja eigentlich keinen benutzen möchten. Ich sage immer eigentlich, aber es
wir versuchen es halt ohne, aber es kann halt sein, dass irgendwann, dass wir ihr doch eingeben, ne? So. Alles immer so, wir versuchen das, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Wir stressen uns da nicht oder versuchen uns nicht zu stressen und nicht stressen zu lassen. Ja, man muss es nehmen, wie es kommt. Ich gucke mal, ob die lebt noch, ne? Weil die so wie so ein Püppchen da liegt. Ja, die ist aber schön warm. Wahnsinn, ne? So ruhig. Der Calvino, der hat immer so Geräusche gemacht, wenn der geschlafen hat. Dann hat er gegrunzt, so, oder was weiß ich, geschmatzt oder so. Dann konnte ich selber ganz schlecht schlafen. Da haben wir immer so, wie heißen die, auf einer Seite so was ins Ohr gemacht, Oropax oder so. Und mit dem anderen Ohr aufs Kissen, dass man halt ein bisschen schlafen konnte. Und sie ist so leise. Da muss ich gucken, ob die noch atmet. Wahnsinn. Mein Proviant für die Nacht. Manchmal bekomme ich nachts Hunger beim Stillen. Also eigentlich schlafe ich einfach weiter, dock sie an und schlafe weiter. Aber manchmal bekomme ich halt Hunger, wenn ich wach werde. Deswegen gibt es hier einmal mit Mortadella, Ketchup und Remoulade. Und ich glaube, hier ist das auch drauf. Ja, hier ist das auch drauf. Und ein bisschen Snacks. Ich habe hier noch Fenchel. Ja, ein Rest Fenchel, den packe ich mir da auch so mit drauf zum Knabbern. Toll. Bernd hat heute gewischt, kann man trotzdem essen. Papa bei der Arbeit. Ja, und der Smurfy passt auf, ne? Ja, dass er das auch alles richtig macht. Oh Baby, gehst du auf deinen Platz? Smurfy kriegt bald ein neues Körbchen, ne? Ein Hundekörbchen. Möchtest du schnüffeln, Smurfy? Guck mal, Smurfy. Hier. Dreht sie schon alleine auf der Seite, die Kleine. Ja, das kann sie schon, ne? Smurfy, hier, möchtest du schnüffeln? Da. Schnüffel, schnüffel. Super. Hm? Fein. Die Wolle ist da in dem weißen Ding. Genau. Ja, ja, ja. Du bist fein, ne? Schön schnüffeln. Ja. Jetzt die sensitiven Froschduschgel probieren. Oh, Baby, der Smurfy. Er ist so lieb. Du bist fein, ne? Feiner Smurfy. Ja. Ja, hier seht ihr noch den Tisch von der Party. Den müssen wir noch umstellen, ne? Können wir morgen machen, läuft ja nicht weg. Oh. So, dann schmeiße ich die Windel mal in die Wäsche. Wäsche, Wäsche, Wäsche. So. Ja, ich sag euch, schöner könnte das Wochenbett nicht sein. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Ihr seht ja selber, es ist jetzt 10 Tage, die Kleine alt, habe ich schon mehrfach gesagt. Also die Geburt ist 10 Tage her. Und ich bin echt schon fit. Also mir geht's richtig gut. Richtig gut. Smurfy aus. Na komm. Komm, wir gehen raus. Komm. Super. Ja, ja, ja. So. Essen wir noch was? Wir haben gerade gegessen, ne? Noch mehr Hunger. Kuschelt ihr jetzt? Ja, klar dürft ihr. Bei dir am Mops? Ja, das war wieder ein Ja, Prag. Das ist die neue Saison. Schläft sie denn jetzt oder ist sie noch wach? Schläft sie denn noch? Ja. Geben HWR mit euch, um mich vom Vlog zu verabschieden. Abends ist es nämlich so, dass die Maus, ja, dass wir hier immer einen Stillmarathon haben. Ungefähr für 3 bis 4 Stunden. Und ja, da bin ich quasi durchgehend am Stillen.
Und dafür beschert sie uns dann eine schöne Nacht, dass wir gut durchschlafen können. Oder in Anführungsstrichen durchschlafen. Sie wird zwar auch wach und trinkt, aber alles ohne Probleme. Ich mache jetzt noch eben eine neue Maschinenwäsche an. Und dann gehe ich wieder mich meinen Aufgaben widmen. Die ist jetzt gerade beim Bären zu lange. So, ihre Windeln, meine Stillpads. Und ich weiß nicht, wann ich es schaffe, dieses Video zu schneiden. Normalerweise hätte ich das jetzt morgen früh gemacht, aber ja, je nachdem, wie es morgen früh läuft, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Also ja, verzeiht mir, wenn zurzeit nicht täglich ein Video online kommt. Ich gebe mir Mühe, aber natürlich hat die kleine Maus Vorrang. Das werdet ihr wahrscheinlich alle verstehen. Gut, ich verabschiede mich. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!